Komm gehen, komm. Ja. Da sitzt sie vor mir, die Wolfgang. Sensationell. Erstmal herzlichen Glückwunsch zu dem Film. Großartig Dankeschön. gemacht, ja. Sehr schön gespielt, tolle Effekte und vor allen Dingen Johanna dafür, dass es sein erster Film war. Man merkt das nicht. Du spielst die anderen beiden so ein bisschen an die Wand, da kann ich nur sagen, Papöchen. Wie war das für euch? Erster Tag als Hattie kommt ihr hin und ihr wisst jetzt irgendwie, okay, wir machen jetzt ein riesengroßes Fantasy-Ding, weil die Wolfgang, das ist ja schon eine Hausnummer. Also, es war ja wie gesagt mein erster Film und ich war am ersten Drehtag, ich war so aufgeregt, ich war so unfassbar aufgeregt. Am zweiten Drehtag auch noch und dann eigentlich gar nicht mehr, weil dann kannte ich alles, dann kannte ich jeden, der da ist und alle waren super nett und eigentlich war die Aufregung. Nee, sie war nicht umsonst, sonst wäre es nicht so spannend gewesen. Marceli, du bist ja schon ein kleiner Profi, Robby-Tobin-nativer Typ. Da haben wir sogar zusammen gedreht. Wie war das jetzt für dich irgendwie, mal so ein Fantasy-Ding zu drehen? Also Robby-Tobby war ja auch nicht so ganz ohne Fantasy. Also ich kenne das schon ein bisschen und es ist natürlich anstrengender, weil es viel mehr VFX ist und man dann so mit einem Tennisball spielt, anstatt mit so einem riesen Troll. Aber im Ganzen ist es immer wieder spannend, egal welches Projekt. Und ich habe dir eigentlich gar nicht angemerkt, dass es so dein erster Film ist. Dankeschön. Hey, ich habe das gar nicht mitbekommen. Okay. Aaron, wie war es für dich? Du bist ja ein Vampir in dem Film, der kein Blut sehen kann. Mal ein paar Worte dazu. Das ist ja sozusagen quasi die Todsünde eines Vampirs. Ja, das stimmt. Also es ist ja, kann man sich vorstellen wie ein Künstler, den ich malen kann oder also ein Leinwandkünstler, aber ja, es ist ja für den Schauspieler, also für den Schauspieler muss man sich dann in so hineinversetzen, wie ist das denn dann, wenn du dieses eine, was du halt unbedingt können solltest, gar nicht kannst. So. Und es war schon interessant, ja. Jetzt ist es ja auch so, du hast es ja gerade schon erwähnt, Aaron, Arseni, die Geschichte mit dem Tennisball. Ich brauche nochmal die Geschichte, die hatten wir schon kurz am Teppich, die brauche ich aber jetzt auch nochmal. Also quasi so eine witzige Anekdote eben von hinter den Kulissen. Wenn man sozusagen diese VFX-Szenen dreht und du weißt halt eben, du musst jetzt tierisch Angst haben, aber da ist nichts außer einem Tennisball auf dem Stativ. Ja, das war eigentlich in fast allen, in ganz vielen Szenen. Zum Beispiel auf dem Rathausturm, da mussten wir auch so brüllen oder so fauchen und da war eigentlich gar nichts. So. Und das war einfach, das ist immer was anderes, wenn man keinen richtigen lebenden Gegenspieler hat, sondern so einen Tennisball, der so einem so vor einem hängt. Also es ist echt tricky, aber es ist auch irgendwie dadurch, dass wir alle so zusammenpassen, funktioniert das ganz gut, wenn wir so zu dritt daneben stehen. Johanna? Ja, es war sehr lustig. Ich glaube, es sah von außen sehr lustig aus, wenn da so drei Leute stehen und so mit Todesangst auf einen Tennisball gucken. Oder wir hatten ja auch eine Szene, da hat uns ein Wolf verfolgt und wir mussten die Tür zuknallen. Und dann standen dahinter zwei Leute und haben einfach mit einem Rambock gegen die Tür gerannt. Und dann mussten wir auch wieder rumschreien. Oder als Axel, also Hanape, das Buch rausgehext hat und alle runtergefallen sind, standen dahinter auch wieder drei Leute und haben alle Bücher nach vorne geschoben. Und es ist einfach total spannend zu sehen, wie das alles gedreht worden ist und wie es jetzt endlich aussieht. Aaron, du hast ja auch spitze Zähne in dem Film. Ich gehe mal Ja. davon aus, das ist jetzt nicht alles CGI. Du wirst wahrscheinlich auch so Prothesen bekommen haben, die Ja. man dann im Mund. Ja. Wie war das, die also angeklebt zu bekommen? Haben die gehalten? Mussten die nochmal nachgeklebt werden im Laufe des Tages oder wie war das? Also wie war's? Bei mir war es zum Glück, also für mich war das Glück, ich hatte die immer auch aufwendig, aber wahrscheinlich für mich selbst unaufwendigste Maske. Also ich selbst hatte am wenigsten Einsatz dabei, ja, außer nicht wie Sini, der zum Beispiel so riesigen Dingen aufhatte dann, wenn er sich verwandelt. Ja, ich habe so Prothesen, also man hat einen Abdruck von meinen Zähnen gemacht und dann diese spitzen Zähne gemacht. Ich hatte dann unglaublich viel Spaß, hat mir total viel Spaß gemacht, überall so rumgelaufen. Ich hatte sogar auch Glück dabei, sogar bei den Zähnen, weil zum Beispiel beim Recuvanion, die wurden dann richtig angeklebt. Bei mir konnte man die einfach draufschieben. Und der ist dann halt auch essen gegangen. Muss man erstmal rausnehmen. So, das war dann aber auch sehr witzig, wenn man dann, er geht halt nur rum, er ist nicht in seiner Rolle, aber hat trotzdem diese großen Vampirzähne. Ja, das war sehr witzig. Und ja, die Vampirzähne, die haben mir, glaube ich, sehr viel Spaß gemacht. Also, dieses ganze Kostüm, das ich da bekommen habe,
Bei der ersten Verwandlung und dann auch bei der zweiten, das hat mir, also ich fand die super, mir hat die ganz viel Spaß gemacht. Apropos Zahnspange, da fällt mir noch so eine Geschichte ein. Auf dem Rathausturm, da hatte ich auch so eine Zahnspange, die war nicht so wie bei Rick so festgeklebt, sondern man konnte die immer so raus und rein machen. Und ich hab einmal den Lucifer so laut angebrüllt, dass wir ja, mit so viel Spucke und so, dass mir die Zahnspange so aus dem Mund geflutscht ist, an der Kamera vorbei. Und das war echt witzig. Und mit den angeklebten Haaren, wie war das? Ich würde es nicht, also es war ein bisschen unangenehm. Es war unangenehm, weil einfach, das war so irre heiß da drunter, weil da einfach keine Luft durchkam. Und zum Glück musste ich das nicht in den ganzen Film tragen. Aber hat das auch alles gehalten oder ging das dann? Ja, es hat schon gehalten. Es war so Sekundenkleber. Nein, das war so Kleber, den konnte man dann wieder abmachen mit so, ich glaube, mit irgendeinem Mittel oder sowas. Aber danach fühlt man sich immer so, als ob man aus der Sauna rausgeht und so kommt die frische Luft allen entgegen. Und Johanna, deine spitzen Ohren? Ja genau, da wurde vorher auch ein Abdruck gemacht, so ähnlich wie bei seinen Zähnen. Und dann wurden die mir jeden Morgen drauf gebastelt, sag ich mal. Und das hat auch, ich glaube, circa eine halbe Stunde gedauert mit Anmalen und dass es halt möglichst echt aussieht. Und jeder wollte sie anfassen. Okay, super. Vielen herzlichen Dank.